Ein Hallo und willkommen zu Modern Showbox. Es geht weiter mit Roguebook. So, irgendwann muss ich ja mal das erste Kapitel beenden. Wir sind schon die dritte Folge hier. So. Uah. Eklig. Lass mich mal kurz nachdenken. Dann kostet Rückruf nur eins, ne? Ist, glaube ich, die bessere Alternative, als hier einen ordentlichen Schaden zu bekommen. Teamarbeit kann ich nicht gebrauchen. Bietet Stärke für einen Zug. Doch nicht ihm! Ah, dem Vorderen, okay. Bleh. Dem Vorderen, ja. Egal, das kostet ja null. Beende den Zug. Ausfallschritt. Wie machen wir das am besten? Verteidigen. Wir bekommen hier im Deck haben wir noch die Karte hier drin. Deswegen würde ich fast sagen, dass wir nicht alle Dolche verprassen. Nur so viel, wie wirklich nötig sind. Oh komm, wir verprassen alle. Einheben auf. Einheben auf. So, da macht jetzt irgendwas einen Schwächungszauber. Die weg. Oh, wir können das spielen. Bekommen wir das irgendwie hin. Wir machen nur noch weniger Schaden. Überhaupt kein Problem.
Können wir den Höhepunkt hier? Ja. Gibt uns sogar noch ein bisschen extra Gold. Oh, da haben wir schon wieder was. Eine gerade ziehen. So, mach die Edelsteine mal weg. Wir nehmen den Pinsel mit in die nächste Ebene, falls wir die erreichen. Verursache doppelten Schaden. Nach vorn. Mische zu Beginn jedes Kampfes 3 Gnade in dein Deck. Block und eine Karte. Das ist ein guter Gegenstand. Den Pinsel nehmen wir natürlich nicht mit in die nächste Ebene, weil wir den hier einsetzen. So, hast du mir irgendwo was aufgedeckt? Nö. Wir brauchen unbedingt einen ROE-Angriff. Ich hoffe, den bekommen wir in der zweiten Ebene, wenn wir die erreichen. Jetzt kommt, glaube ich, erstmal der Boss. Okay. Ich glaube, wir bekommen ihn sowieso nicht zu fassen. Deswegen mache ich gleich mal so viel Schaden wie möglich. Da haben wir Gnade, das ist wunderbar. Dann haben wir hier Schützen. Spielen einen Rückruf. Zerbrochene Flasche auf den vorderen. Das machen wir später. Gehen wir nach vorne. Mach die mal weg hier. Das wird nicht reichen. Ja, das wird nicht reichen. Nochmal eine Gnade. Ost rein. Es gibt mehr. Wir können jetzt wieder H-Karten. Wie viel Schaden machst du denn? 30. So, dann mache ich erstmal die Dolch hier weg und ja, Gebirgsfaust ist einfach zu teuer. Er macht 18 Schaden, ne? Das müssen wir auch noch bedenken.
Wir können schon wieder Messerwirbel machen. Das spielen wir. Die Deutsche, die brauchen wir für die nächste Runde. Er macht mir, wenn ich jetzt Höhepunkt spiele. Macht Schaden. Ja, behalte den Höhepunkt. Ich nehme lieber weniger Schaden. Ja, das ist besser so. Dann spielen wir hinten zerstückeln. Verflucht! Ah. Schau, er stirbt sogar. Aber so nicht. Nicht mit uns. Deswegen ist der Reiter so unglaublich wichtig. Egal, was wir machen. Er ist weg. Wunderbar. Irgendwie haben wir uns durchgearbeitet. Durchs erste Kapitel. Immer wenn die Helden wechseln, erhalte Block in Höhe des Geistes. Das ist gut. Oh ja. Nachdem du diese Karte gespielt hast, mische 3 Kopien in deinen Abwerferstapel ohne Edelstein. Kriegsschrei, extremst cool. Messerwerfer ist natürlich auch super. Können wir nämlich die ganze Zeit Messerwerfer spielen. Ich glaube, das mache ich sogar auf Messerwerfer. Karten hier sind auch wunderbar. Erhalte 2 beim Aktivieren. Kostet halt 3, ne? Und das Fernrohr hätten wir auch noch. Ich muss den Stein nehmen und auf den Messerwirbel packen. Dieser Held verliert 5 Leben, bekommt 2 Stärke. Wenn wir das auf Kriegsschrei draufpacken, bekommt Kriegsschrei einfach 4 Stärke dazu, ne? Müssen wir uns überlegen. Wenn wir 20 Schaden mit einer Karte machen, das wird ausgeführt bei Höhepunkt, ne? Oh, wenn du 5 Karten spielst, das machen wir ja sowieso. Mit unseren Dolchen. Ich habe Hoffnung geschöpft fürs zweite Kapitel. So, Nadim, wieso schaust du denn da lang? Juhu, wir haben Wirbelwind bekommen. Verdoppelbluten. Ziehe zu Beginn
des Kampfes. Für je 10 Karten in deinem Deck eine Karte auf deine Hand. Mische diese in dein Deck, nachdem du sie gespielt hast. Immer wenn du deinen Zug ohne Karten auf der Hand. Okay, das ist nicht cool. Wenn dies Zug 1 ist, greife dreimal an. Wenn dies Zug 1 ist, erster Zug. Also brauchst du diese Karte definitiv am Anfang. Blitz anziehen. Und schneller Schlag. Aber ich glaube, ich kaufe mir definitiv mal gleich Wirbelwind. Greife alle Gegner für 12 an und erhalte dann Block für jeden getroffenen Gegner. Hört sich für mich sehr, sehr vielversprechend an. Wenn, dann würde ich mir hier das noch kaufen wollen. Die Relikte oder die Artefakte finde ich jetzt nicht so cool. Was ich an den Karten kaufen möchte, eventuell Klingendreh. Schneller Schlag mit Uhrzeitschädel wäre natürlich auch wunderbar. Oh, Sperrfeuer, hallo. Greife alle Gegner für 15 an. Wenn du eine Karte gespielt hast, die im letzten Zug 2 oder mehr gekostet hat, kostet die 1 weniger. Ist bei Wirbelwind der Fall. Teamarbeit, Gebirgsfeuer, Rückruf. Sturmkoloss. Greife einen Gegner. Dreimal für 7 an. Tausend Schnitte ist aber auch wunderbar. Das sind nämlich 30 Schaden, ne? 1000 Schnitte muss man sich überlegen. 30 Schaden. Wenn wir da noch so einen Blutedelstein draufpacken, falls wir ihn bekommen sollten. Ach was, komm, wir nehmen Sperrfeuer. Der erste Angriff von Sorokoyo in jedem Zug. Was? Der erste Angriff, den Sorokoyo in jedem Zug ausführt, bringt 5 Stärke. Wow. Starte jeden Kampf mit 3 Dolchen oder Verbündete kosten ein weniger. Oh Mann. Das sind alles drei Eigenschaften, die ich alle mitnehmen will. In jedem Zug? Der erste Angriff, den Sirocco in jedem Zug ausführt, bringt 5 Stärke. Hammerhart. Verbündete haben wir momentan eh nur den Reiter. Ich nehme die Dolche. Weil wir hier den Splitterdorn noch haben. Dann haben wir 5 auf gerader Linie. Wir haben, wenn ein Helden diesen Zug dich angegriffen hat, bekommt er im nächsten Zug Stärke. Dann haben wir hier Mische ein. Erhalte einen pro Zug. Okay, Energie behalten wir. Da haben wir den Himmelsturm und hier haben wir den Himmelsturm. 2, 4, 5, das reicht nicht ganz. Da unten ist eine Feder, das ist gemein.
Lass uns erstmal den Kampf hier machen. Starten wir jetzt den Kampf mit 6 Deutschen hier. Das ist ja schon mal richtig geil. Drachenfeuer. Dann können wir noch einen Konter machen. Uns nach vorne preschen. Schimmerschlag. Den würde ich gern raus hämmern. Das war auch ein krasser Schaden, den ich hier machen soll, würde. Es geht aber auf den vorderen, ne? Neunzehn Schaden. Neunzehn Schaden. 21. Ja, dann machen wir das lieber. Hau den nämlich noch raus. Einfach wunderbar. Gibt es nämlich jetzt auch noch mal 2 Deutsche hinzu. Werfen wir einen Dolch auf ihn. Und dann kannst du sogar noch ernten. Läuft doch. 5 auf gerader Linie. Ein zweites Mal. Eine Geschichte, die sehen wir jetzt zum ersten Mal. Die Helden geraten in einer Oger-Tanzpartie. Biete einen Keks an. Bieten ihnen eine Suppe an. Wie kann man das denn machen? Und will man Oger-Keks haben? Ein befreundeter Oger. Komm und feier mit. Tanz mit. Zorogos nimmt das Angebot an und zeigt seine Tanzschritte. Der Oger lachen vergnügt, während sie die Nacht durchtanzen. Zorogo wacht auf und fühlt sich erfrischt. Seine Füße wippen im Rhythmus, während die Helden gehen. Im nächsten Kampf kostet die erste Karte, die Zorogo im Pro-Zug spielt, 0. Okay. Habe ich jetzt nicht unbedingt benötigt. Aber das ist gut, wenn wir. Och! Du dreckiger Dieb, wo gehst du hin? Wie, du klaust mir eine Splitter dran? Okay. Oh mein Gott! Wir haben dreimal. Verdopple deine Stapel von Dolchen. Füge jeden Zug deiner Hand einen Dolchen zu. Was bedeutet, wir bekommen jeden Zug 2 Dolche oder füge deine Hand 3 Dolche hinzu. Bei jedem Auflösen oder Abwerfen dieser Karte führst du deiner Dolch einen weiteren Dolchen zu. Okay. Oh Mann, Dolchsturm.
wir nehmen den mit. Ich muss es einfach so machen. Ich wollte alle drei Karten nehmen, aber... das ist nicht möglich. So, jetzt... wie kommen wir jetzt am besten zu dem dreckigen Dieb da hinten hin? Da müssen wir echt zu viel einsetzen. So, 5 Bluten für dich, Drachenseele. Oh mein Gott, Messerwirbel gleich am Anfang. Aha, okay. Die ist ja jetzt kostenlos, ne? Irgendwie war sie nicht kostenlos. Die Deutsche heben wir uns auf. Okay, der erhaltet einen Schaden, wenn er eine Karte spielt. Das ist nicht cool. Teamarbeit. So, die Deutsche, die hebe ich mir auch. Da mache ich später direkt einen krassen Strike. So, die Karten kosten jetzt mehr. Da haben wir den Pferdemeister. Muss ich so belassen. Wirft eine Karte ab. So, dann wollen wir mal ein Dolchfeuerwerk starten. Zumindest bis hierhin. Haben wir nämlich keine Ach, der hat schon wieder eine Aura gespielt hier. So, dann machen wir Mut. Messerwirbel. Das Problem, was ich jetzt habe, ich habe hier 15 durch, ich mache 30 Schaden. Die muss ich jetzt alle verwenden. So, dann machen wir hier. Ernten, bitte. Das war sehr cool.
Ich hätte mir das mit den verdoppelten Dolchen nehmen sollen. Immer wenn du eine Nahkampfkarte spielst, füge dem vorderen Gegner 10 Schaden zu. Ich glaube, da haben wir, glaube ich, nur eine, oder? Ah, Teamarbeit ist Combo. Wir haben keine Nahkampfkarte. Können. Ah, das ist eine Nahkampfkarte. Wie auch immer. Wir machen mal einen kurzen Cut hier. Und sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Wir wollen natürlich so schnell wie möglich hier unseren Schatz zurückholen. Dafür müssen wir aber noch einen Kampf machen. Und vielleicht bekommen wir dann die passende Tinte dafür. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Bis dahin, macht's gut. Ciao und habt eine gute Zeit.